Als Alternative zu üblichen Marinaden empfehle ich Ihnen heute eine Rum-Zimt-Marinade. Das ist eine Marinade, die recht exotisch klingt, aber sehr lecker. Wir beginnen einfach mit dem Rum. Das kann etwas kräftiger sein, denn das Fleisch sollte ca. 24 Stunden darin marinieren. Das Salz, zerstoßener Pfeffer und als Kick etwas Zimt. Dann fügen wir schon das Öl hinzu. Und gehackten Knoblauch. Am besten für diese Marinade eignet sich Geflügelfleisch. Es ist sehr zart, sehr aufnahmefähig. Wir füllen das in eine Tupperdose und geben unsere Rum-Zimt-Marinade darüber. Das Fleisch sollte ca. 24 Stunden marinieren. Und der Rum sorgt dafür, dass das Fleisch schön mürbe wird und gut in das Geflügelfleisch einzieht. Als Tipp, wenn Sie die Tupperdose schließen, das Ganze gut schütteln. Am besten eignet sich das mit mehreren Stück Fleisch. Gut schütteln, das Fleisch kann nicht aufeinander kleben bleiben, es ist alles gut mariniert. Und am besten im Kühlschrank durchziehen lassen. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de